So Leute, erstmal guten Tacho. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe immer noch Urlaub. Es ist quasi der gleiche Tag wie im letzten Video. Quasi ist das, entsteht das Video jetzt hier im Anschluss. Okay, ihr habt jetzt ein bisschen mehr Windgeräusche drin, da ich gerade ein bisschen zügiger gefahren bin. Aber egal, damit müsst ihr jetzt leben. Habe ich jetzt gerade noch keine Lösung für. Egal. So. Was habe ich heute für ein Thema? So, das werdet ihr schon im Titel gelesen haben. Für die Leute, die in einem Motorradclub sind. Die MC-Kleidung, also Clubkleidung, Clubangehörigkeit oder sei es Support-Klamotten, wie auch immer. Auf das Thema bin ich aufmerksam geworden von der Brate. Der hat schon mal auf einem Video von mir reagiert, als ich ein Video gemacht habe. Ich habe es wieder getan, dass ich wieder in einen Club reingegangen bin. War eine gute Reaktion, also ich habe da jetzt nichts Negatives. Der Kollege macht weniger Motovlogs, hat wohl jetzt aber mit seiner, ich weiß nicht, der fährt eine rote Maschine, Diablo, irgendwas, Ducati, irgendwie so ein Kram da. Also so ein Naked Bike, so an Street Fighter angelehnt. Ein schönes Motorrad definitiv. Hat er jetzt auch angefangen, so ein bisschen Motovlogs zu machen. Der Ton ist grottenschlecht, muss ich mal direkt vorweg sagen. Also wenn ihr euch das mal angucken solltet, ich verlinke es mal unten in der Videobeschreibung. Der Ton von den Motovlogs ist wirklich... Ja, ich glaube, da waren meine ersten Videos deutlich besser mit dem Ton. Aber spielt auch keine Rolle. Man kann auf jeden Fall verstehen, was er da sagt. Andersrum, ob man es verstehen kann, was er da sagt. Also eher nicht. So, er lässt sich so ein bisschen darüber aus oder er kann nicht verstehen, warum die Leute, so wie meiner einer jetzt oder viele andere von euch, die mir auch zugucken, die mal in einem Club waren, immer noch im Club sind oder auch so außerhalb der Szene aktiv unterwegs sind oder auch supporten, warum diese Leute ihre Clubkleidung überall und immer tragen müssen. So ein bisschen, also je nachdem, in welchem Alkoholgrad ich das Video gerade sehen würde, würde ich das sogar als Beleidigung ansehen, bin ich ganz ehrlich. Das, was er da schon sagt, ist, ja, wie soll ich das sagen? Ich kann mal so ein paar Ausschnitte reinballern. Und zwar geht das um das Thema MC-Bekleidung. MC-Bekleidung in diesem Sinne, da, sage ich mal, alle ja ihre Kutte beim Fahren anhaben. Alles schön und gut. Sollte ja auch so sein. Aber die meisten, die dann irgendwo in so MCs dabei sind, die meisten, nicht alle. Und ich rede jetzt auch gar nicht so über die One-Percenter, sondern wirklich über die normalen Clubs in Anführungszeichen. Die laufen dann permanent nur noch in Clubklamotten rum. Sei es die Lederkutte, sei es der Merch von denen, also Pullis, T-Shirts und. Und die laufen immer nur mit ihren MC-Klamotten rum und haben auf einen Schlag, wenn sie dann frisch dazukommen, haben sie einfach keine privaten Kleidung mehr so gefühlt. Also ich verstehe, dass man zum Club steht und alles, aber man muss es nicht übertreiben. Aber ich sag's mal so, die Kutte trägst du eigentlich, wenn du dich auf deinen Hobel hockst, oder? Wenn du dich auf deinen Hobel hockst oder wenn du zu irgendeiner Party gehst von befreundeten Clubs und vielleicht mit dem Auto hinfährst oder der Prospect dich hinfährt. Und auch deine Clubklamotten trägst du dann, ja, mit Stolz, keine Ahnung, kannst ja mal im Alltag oder hin und her mal auch mal ein T-Shirt anziehen für den Club. Aber dieses permanent nichts anderes mehr anziehen, ist nervig für dein Umfeld. Was er sagt, aber ich bin, ihr wisst ja, wenn ich eine Reaction mache, ich bin nicht so der klassische, ich setze mich jetzt vorm Computer und rede jetzt zu einem Content, den ein anderer gemacht hat. Sowas finde ich einfach ein bisschen affig. Tut mir leid, wenn ich da auch den Brate gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen angreife, aber es ist halt meine persönliche Meinung. Ich bin halt nicht so der Typ, so ein typischer Reaction-Typ. So, könnte ich mal machen, wenn ihr da Bock drauf habt, das ist aber nicht so meine Welt. Dann reagiere ich lieber hier auf dem Bike. Und viel dazu, zu dem Video gibt es ja eh nicht zu sehen. Danach redet er über andere Sachen. Also es eigentlich geht sich nur am Anfang ums Thema. Okay, ich habe schon wieder ein bisschen drumherum geredet, will aber jetzt gucken, dass ich hier wegkomme. Oh, sorry, oh. Falschen Knopf gedrückt.
Ich Vollidiot. Eigentlich hätte ich das Video mit der Harley aufnehmen müssen, war jetzt aber mit der BMW schon unterwegs zu dem Thema, was der Berater angesprochen hat. Er kann nicht verstehen, warum Leute, die in einem Club sind, sowohl immer mit den Kutten rumlaufen und rumfahren, kann er verstehen, weil es ist ja Motorrad und Motorclub, da trägt man die Kutten, ist klar. Aber außerhalb dessen kann er es nicht verstehen, warum die Leute, wenn sie jetzt nicht gerade die Kutten anhaben, T-Shirts von ihrem Verein tragen, sei es T-Shirts, Pullover, was weiß ich nicht, von mir aus Unterwäsche, Socken, keine Ahnung, also es gibt ja manche, die gehen da sehr weit, aber dass er das nicht verstehen kann und dass er das blöd und affig findet, ich meine, dass diese Worte sogar gefallen sind, sehe ich persönlich als Beleidigung. Und zwar aus dem Grund, wir verdienen uns den Scheiß. Wir gehen mindestens 3 Jahre, ich will jetzt nicht sagen durch Dreck, aber es gibt Clubs, da ist es ein bisschen strenger, es gibt Clubs, da ist es ein bisschen sanfter. Man muss sich den Scheiß verdienen. Und am Ende ist man stolz, Teil einer Gemeinschaft zu sein, einer Bruderschaft, einer Familie, wenn dem wirklich so ist, dass es auch an allen Seiten passt. Also dennoch, man geht ja eine Zeit durch, man macht sozusagen, ich will nicht sagen eine Ausbildung, so jetzt für so Laien gesagt, aber es gibt da viele, die auch das immer noch nicht verstehen, aber dazu gibt es irgendwann demnächst extra Videos. Ich rede mal jetzt von mir. So, ich trage T-Shirts oder Pullover, sofern sie gewaschen sind und so weiter, eigentlich so oft ich kann. Nicht aus dem Grund, weil das auch schon mal irgendwo mal auch unter meinen Videos entstanden ist, will sich nur stark fühlen, in so einem Verbrecherverein zu sein, was weiß ich nicht, das, was alles. Nee, das ist ja totaler Blödsinn. Totaler Blödsinn. Ja, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der so denkt und der auch genau deswegen in gewisse Clubs reingeht. Davon spreche ich aber nicht, denn ich rede hier von einem Motorradclub. So, um das mal ganz stark zu differenzieren. Ich trage den Kram, weil ich stolz darauf bin, wo ich gerade bin. Stolz darauf zu sein, mit den Leuten zusammen zu fahren. Das ist eine Verbundenheit, die auch außerhalb des Motorradfahrens Bestand hat und auch besteht. Oh, schöner Bulli. Leck mich fett. Geil, geil, geil. Da muss man erstmal Hallo sagen, du. Schön. Genau. Es hat was damit zu tun, dass man einfach stolz darauf ist, diesen Weg geschafft zu haben, denn sowas schafft nicht jeder. Also wenn es ein richtig, ich sag mal, ein guter Verein ist, wo auch ein bisschen drauf geachtet wird, welchen Vogel man da gerade reinlässt und wenn man seine Hangaround-Zeit, Prospect-Zeit dann wirklich zum Member schafft, dann ist es, ja, das ist schon eine Tortur, die man da durchgeht. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und es ist einfach stolz. Stolz, nicht einfach sagen zu können, ja, ich gehöre dazu und ich bin jetzt hier der dicke Macker. Ich habe jetzt hier ein Ei größer als das andere. Okay, das haben eh viele, aber ich meine das jetzt anders. Nein, totaler Blödsinn. Es ist eine, wie soll ich sagen? Es gibt ja auch so viele Leute, die einfach 24/7 mit Metallica-T-Shirt rumlaufen. Dürfen die jetzt nicht mehr rumlaufen, weil ein Brate das nicht gefällt? Weil er sich da persönlich angegriffen fühlt? Oder nur weil er zu blöd ist, um da zu verstehen, dass man stolz darauf ist? So ähnlich oder noch weiter geht's bei so einem Verein. So, gerade bei so einem Motorradclub. Das ist halt nun mal kein Zuckerschlecken, die ganzen Wege zu gehen. Und es reicht nicht mit zu sagen, ja, ich war auch mal in so was Ähnlichem drin, mit ähnlichen Strukturen. Anscheinend war es nicht, weil sonst würdest du nämlich kapieren, warum wir das tragen. Also das ist für mich idiotisch, was der da sagt. Sorry, wenn ich da, also da fahre ich ein bisschen aus der Haut, weil nicht nur ich habe da Nachrichten gekriegt, Alter. Zeige ich hier auch nicht, weil das ist heftig, weil der ein oder andere wusste, dass wir gegenseitig mal so ein bisschen reacted haben sozusagen und dann wurde mir das Video zugespielt. Ja, guck mal, was der da sagt. So, es stand schon heftig so und das ist auch jemand, der auch aus der MC-Szene kommt. So, und dann denke ich mir, oh, mal gut, dass er sein Gesicht nicht zeigt. Denn der ein oder andere sieht das nicht so laff wie ich jetzt. Oh, habe ich schon 6. Ja. Also der Brate, was du da gesagt hast, ich will dich damit nicht persönlich angreifen, aber du hast, also je nachdem, wer das gerade wann wo sieht, schon den einen oder anderen so ein bisschen so eine Ader ein bisschen dicker werden lassen mit deinem Schwachsinn, den du da erzählt hast. Nur weil du es persönlich nicht verstehst,
keine Ahnung, warum du es nicht verstehen willst. Du bist nie in einem Club gewesen. Du bist auch aktuell nirgendwo. Das hast du ja selber gesagt. Zumindest mir persönlich. Und dann lässt du dich über Themen aus, wovon du gar keine Ahnung hast. Ich würde es lassen an deiner Stelle. So, und ich sag dir jetzt, warum ich zum Beispiel alles trage, habe ich, glaube ich, eigentlich gerade schon beantwortet, oder? Das ist einfach Stolz. Das ist eine schöne Dazugehörigkeit, zu zeigen, auch außerhalb von der Straße, zu sagen kann, das sind meine Freunde, das ist meine Familie, auf die kann ich immer zählen, im Idealfall. Auch da gibt es manchmal schwarze Schafe und das habe ich ja auch alles schon ein bisschen selber so bei dem einen oder anderen durch, aber ne, du kannst den Menschen ja nur vom Kopf gucken, aber trotzdem. Wenn du stolz bist auf das, was du erreicht hast in so einem Club oder dass du überhaupt es da reingeschafft hast, und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt hier den Macker raushängen lassen will oder sonst wie was. Nein, das ist genauso wenig, warum lässt sich der ein oder andere eine Blume tätowieren? Weil er es schön findet, vielleicht hat es eine Bedeutung für ihn und so weiter. Und so ist es für uns auch. Das hat eine Bedeutung für uns Motorradclub-Menschen. Genauso wie Supporter. Dürfen Supporter jetzt nicht mehr ihre Supportklamotten tragen, nur weil du das nicht willst? Also sorry, also da bin ich, und du hast ja in den Kommentaren drunter gemeldet, ich glaube, war nicht viel, aber der eine hat auch geschrieben, du kapierst gar nichts, Junge. Ich wollte auch erst so frech sein, aber ich dachte mir, ne, lass das mal sein. So, dann könnte man das Thema ja noch weiter ausweiten. Ja, keine Ahnung, warum fährt der eine Kawasaki und nicht das und das und das? Also man kann es immer weiter fortführen, dieses Thema. Nur weil der eine was nicht versteht, muss der andere das dann so machen. Genauso wie, egal wo ich eingeladen werde oder sonst wie was, selbst sei es eine Hochzeit, ich war auf der Hochzeit meiner Eltern in Kutte. So, ich hatte zu meiner Hochzeit sogar die Kutte dabei. Egal wo ich war, sei es auf einer selbst auf Beerdigung, das hat was, mir gibt das so ein bisschen auch Halt. Ich weiß nicht, ob ich da für jeden jetzt sprechen kann, da kann ich jetzt nur für mich persönlich sprechen. Einmal, selbst wenn meine Kumpels und meine Brüder nicht dabei sind, weiß ich genau, die Anteilnahme ist trotzdem da und anhand der Kutte oder irgendwelche andere Kleidungsstücke oder sonst wie was, die ja halt mit einer Zeit verbindet, die du gegangen bist, um dich zu beweisen, dich deinen Freunden und Brüdern zu beweisen. Und also ein gegenseitiger Beweis. Es ist ja nicht nur ein Beweis, dass du es schaffst, da reinzugehen, sondern dass sie dir auch vertrauen und auch dir dementsprechend das zurückgeben, dass du mit jedem Kram zu deinem Club gehen kannst, sei es, du bist glücklich, du bist traurig, du brauchst Hilfe, du hast Probleme, egal was, finanziell, sagen wir mal Drogen, sagen wir, keine Ahnung, du hast jemanden Fuß abgebissen oder was weiß ich nicht was, ist scheißegal, du kannst, du weißt genau, du hast Leute hinter dir stehen, die für dich da sind. Und das ist so ein Ding, warum wir unser Zeug eigentlich fast immer tragen. Manche tätowieren sich das sogar oder sehr viele tätowieren sich das sogar. Dürfen das nicht mehr, nur weil du das nicht willst und du das nicht verstehst? Das wirkt in vielen Fällen abschreckend. Also da denke ich mir, du musst noch viel lernen, mein junger Padawan. Also mit dem, was du da gesagt hast, hast du dir keinen Gefallen getan. Sage ich dir ganz ehrlich. So, vielleicht sind meine Worte auch ein bisschen forsch, aber wenn du in diesem Bubble mitspielen willst, musst du es abkönnen. So. Genau, also wir tragen es aus Stolz. Ganz einfach gesagt. Und es ist auch, ja, ganz einfach, so kann man es ja gar nicht sagen, weil du musst es erlebt haben, ja, dann würdest du so eine doofe Frage gar nicht stellen. zu 100% kann ich sie auch nicht beantworten. Ich kann nur sagen, wie es halt für mich ist und wie es auch für die meisten anderen ist. Es gibt den einen oder anderen. Den gibt es aber in jeder Gesellschaft. Die gibt es auch in der Politik. Den gibt es beim Bäcker, weil der, weiß ich nicht, beim größten Bäckerverein arbeitet. Der nur da sein will, weil er weiß, oh, ich habe jetzt den dicksten Bäckerkuchen zwischen meinen Hodenklemmen oder was weiß ich nicht was. Und so gibt es das auch in unserer Szene. Aber das ist eigentlich, wenn man sich wirklich mal die komplette Szene anguckt und nicht nur auf so einen scheiß Kriminellkram, auf den man immer nur reagiert, der eigentlich gar nichts mit unserer Motorradszene mehr zu tun hat. Sorry, wenn ich dazu sage, aber das kotzt mich einfach nur noch an, dass es nur noch Motorrad-Club-Reactions auf YouTube und Twitch gibt, die nur noch die Schattenseiten da berichten. Der kommt da und der ist V-Mann und hier und bla. Das hat mit uns allen überhaupt gar nichts zu tun. Das hat nichts mit unserer Szene zu tun. Und auch das hat nichts mit 1%er zu tun. Um das mal vorweg zu sagen. Und wenn du das mal begriffen hast, oder wenn überhaupt viele Leute von euch da draußen das mal begriffen haben, was es überhaupt bedeutet, in einem Motorradclub zu sein, das hat nichts damit zu tun, du hast Nutten am Laufen. Das hat nichts damit zu tun, dass du ein Knasti bist oder irgendwelche illegalen Geschäfte machen musst oder sonst wie was. Das komplette Gegenteil. Das komplette Gegenteil ist der Fall. Oder muss ich euch nochmal erklären, was wirklich eine 1% bedeutet? Nämlich das alles nicht.
Das macht mich echt sauer, sowas. Ja, und dann siehst du noch so ein Video, dass einer das nicht verstehen kann und für blöd hält, dass man immer in seine Sachen rumlaufen muss. Also sorry, also da kriege ich schon irgendwie, da schwillt mir wirklich ein rechtes Hodenei an. Finde ich ein bisschen doof, dass man sich über Sachen auslässt, von denen man keine Ahnung hat. Ja, sorry, wenn ich dazu sagen muss, aber es ist so. Und so sind wir Rocker und wir sind ein bisschen rauer drauf. Nicht, dass es dennoch heißt es nicht, dass jeder von uns ein Schläger ist. Das muss ich auch mal wieder sagen, weil es nämlich auch nicht der Fall ist. Das heißt aber, dennoch sagen, lassen wir uns nichts sagen. Wir leben schon ein bisschen so, weiß ich nicht, ein bisschen rougher. So. Ja, genau. So, das wollte ich eigentlich nur dazu sagen. So, das hat einfach was mit Stolz zu tun, dass man seinen Weg gegangen ist und seinen Weg auch immer noch weiter geht. Denn der Weg ist ja nicht vorbei, nur weil man es bis zum Member geschafft hat. Denn du musst genau das, was du bis dahin geschafft hast, auch halten können. Und auch über Jahre hinweg. Und im Idealfall bist du, wenn es wirklich gut läuft, immer da. Und wenn du dann in 10 Jahren immer noch da bist und du trägst immer noch die gleichen Klamotten, die gleichen Farben, den gleichen Namen, dann kannst du wirklich mit Stolz sagen, boah, ich bin schon so lange dabei, ich habe so lange die gleichen Brüder an meiner Seite, durch dick und dünn wirklich, und das zeigt man gerne. Das hat, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, man zeigt es einfach gerne, und es ist eine Lebenseinstellung, nicht nur, dass man es gerne zeigt, es ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung. Und auch wenn einer nur wirklich supportet und immer wieder zu den Partys kommt und zu den Ausfahrten kommt, und wenn er das immer macht, dann ist es auch für ihn eine Lebenseinstellung. Und wenn er meint, er muss damit überall hinlaufen, dann darf und soll er das tun. So, ganz einfach, ganz fertig, kurz und knapp. So, noch komplizierter will ich das Video gar nicht machen. Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, der Brate. Ja, Brate, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr auseinandergenommen. Wie gesagt, ist auch überhaupt nichts Persönliches und ich habe auch nichts persönlich gegen dich. Das geht jetzt nur über das, was und wie du das in dem Video geäußert hast. Ich hoffe, auch wenn meine Worte forsch sind, vielleicht kannst du es ein bisschen nachvollziehen. Ob du es verstehst, weiß ich nicht, ist wieder so ein anderes Ding. Aber, keine Ahnung, vielleicht schnacken wir mal über Discord drüber oder so. Denn ist immer so ein Ding, wenn man sich gegenseitig auf so Videos jetzt reagiert. Das ist immer so das eine Thema. So, ich spreche das natürlich dann auch für die Allgemeinheit aus, weil mir dein Video tatsächlich nicht nur einmal zugeschickt wurde. Irgendwie macht das gerade Spaß, mit der BMW zu fahren einfach. Und ja, hab mir gedacht, das Video nehme ich jetzt auch noch auf. Aber egal. So, Leute, ich sag schon mal Tschüss. Und lasst jetzt keinen Hate oder so bei dem Braten da. Er ist einfach nur nicht verstanden. Ich habe meine Antwort darauf gegeben und fertig, Ende. Er wusste, dass ich es mache. Also ich habe mir so eine indirekte, ich will nicht sagen Erlaubnis, ich hole mir für nichts eine Erlaubnis, aber dadurch, dass man ja keinen Streit hat und auch keinen Streit möchte oder Beef möchte, ja, wusste er ja schon Bescheid. So, jetzt aber, wir sehen uns. Ich genieße jetzt nochmal ein paar Kilometer die schöne BMW und ja, langsam finde ich es auch, mir gefällt es langsam auch immer mehr. Oh, schöner alter Fiesta, leck mich an meinen Zuckerli. So, jetzt bin ich aber weg.